Servus beisammen und herzlich willkommen zurück zu das Schwarze Auge Blackguards 2. Ja, wir hocken immer noch fest, wir haben immer noch nichts zu tun, außer als mit der Wache zu sprechen. Und ich glaube, wir sind nach all den Jahren ein wenig hässlich geworden und ein wenig verrückter. Aber das macht ja gar nichts. Wir können ja uns immer noch mit der Wache ein bisschen quatschen. Es ist vorbei, Cassia. Marwan hat gesiegt. Die Kreaturen der Schöpfer haben das ganze Land überrannt. Der Rat wurde aufgelöst. Wer hätte es geglaubt? Groß-Emir Marwan oder Erster Kyrios, wie er sich jetzt nennen lässt. Was ist? Bist du tot? Ich lese. Ja, ich weiß, du liest. Auch wenn du gar nicht in dein verfluchtes Buch schaust. Diese Kreaturen, Cassia. Du solltest sie sehen. Geschöpfe aus den 13 Höllen. Ein Biest haben sie vor ein paar Tagen ins Labyrinth gesperrt. Den großen Versteinerer nennen sie ihn. Ein Basilisk oder sowas in der Art. Oh, Sei auf der Hut da unten. Hast viel länger durchgehalten als jeder andere. Mir wäre langweilig ohne dich. Was ist? Es ist hier unten? Das Basiliskenbiest. Oh, keine Sorge. Es ist irgendwo ganz auf der anderen Seite. Wer füttert es? Wer? Was weiß ich? Marwans Soldaten. Warum? Jemand muss es füttern. Wenn jemand es füttert, dann muss dort ein Ausgang sein. Oha. Okay. Ja, den Versteinerer suchen. Ja, dann machen wir uns morgen direkt auf den Weg, würde ich sagen. Du willst das wirklich versuchen? Warte mal, eine Sache muss ich noch wissen. Warum hat Marwan dich eingesperrt? Bitte, die Frage lässt mir keine Ruhe. Gibt kein Warum. Warum ist abgeschafft? Ein letztes Mal machte Cassia sich auf den Weg. Die Spinnen behelligten sie schon lange nicht mehr. Die Korapien und die hässliche Frau waren Schwestern geworden. Sehr gut. Aufstellung. Viele Kämpfe bieten dir die Möglichkeit, die Einheiten in einer entsprechenden Zone selbst zu platzieren. Einheiten mit einer hohen Initiative werden zuerst aufgestellt. Wenn du mit einer Aufstellung nicht zufrieden bist, hast du die Möglichkeit, die Platzierung während der Aufstellungsphase aufzuheben. Bei einigen Kämpfen stehen dir auch zwei Aufstellungszonen zur Verfügung. Schau dir ein Schlachtfeld vorher gut an, bevor du deine Einheit platzierst. Es wird aber auch Kämpfe geben, in denen bestimmte Charaktere eine feste Positionierung haben. Dies wirst du nicht verändern können. Sehr schön. Höhenunterschiede, Deckung, Terrain und Größenunterschiede. Genau. Es gibt insgesamt 6 Größen, in denen sich Einheiten unterscheiden. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Einheiten, die hinter mindestens gleich großen Objekten stehen, können vom Gegner nicht anvisiert werden. Größere Einheiten können über kleinere Einheiten sehen und angreifen. Auch die Höhe des Terrains kann zum taktischen Vorteil genutzt werden. Befindet sich eine Einheit auf höherem Terrain, wird die Höhe des Terrains auf die Höhe seiner Einheit addiert, um anderen tatsächliche Größe zu ermitteln. Die Sichtlinie. Um die Aktion eines Fernkämpfers zu planen, kannst du dir die Sichtlinie von bestimmten Feldern und Gegnern anzeigen lassen. Halte die X-Taste gedrückt und bewege den Mauszeiger über das Feld. Die Farben, die dir angezeigt werden, haben bestimmte Bedeutungen. Grün 100% Fernkampftrefferwahrscheinlichkeit. Gelb 80% Fernkampftrefferwahrscheinlichkeit. Rot 60% Fernkampftrefferwahrscheinlichkeit. Schwarz geile Sichtlinie. Magie im Kampf. Wenn du mit einem Magier Zauber wirken willst, hast du nicht nur die Wahl zwischen diversen Sprüchen, sondern auch zwischen den 4 Stufen eines Zaubers. Was viele Stufen eines Zauberers einer Einheit zur Verfügung stellen, hängt vom gesteigerten Level des Zaubers ab. Beachte, dass Magier mit Metallrüstung Abzüge auf Astralpunkte erhalten. Außer man hat das entsprechende Talent dazwischen. Schließen. Mensch, sobald die Aufnahme läuft, juckt es einen immer überall dann. Truppen platzieren 0 von 1. Platziere deine Kämpfer mit einem Linksklick auf dem Kampffeld. Mit der Aufstellung des letzten Kämpfers wird die Aufstellung automatisch beendet. Okay. Gibt ja nicht allzu viel. Okay. Da oben. Wir können uns ja eigentlich nur hier und hier hinstellen. Stellen wir uns hier hin. Nein! Ich will's nicht hören! Ich will das nicht! Seid still! Still! Still wie Eis! Oder noch besser, wie die Sonne. Oh, die Sonne. Hey! Hey, Schönheit! Hilf mir gegen diese Gerippe, ja? Auch wenn ich sie mir vermutlich nur einbilde. Um diesen Labyrinthabschnitt zu entkommen, musst du mit Cassia die Zielzone erreichen und den Zug beenden. Wenn du V drückst, werden Zielfelder grün hervorkommen. Yay! Yeah. Gut.
Schauen wir erst einmal. Ach, hier ist das wieder ein langes Ding. Und am Ende wartet ein Basilisk. Hallo, Herr Basilisk. Gut. Okay. Wir sind zuerst mal dran. Die tun uns nichts mehr. Sehr schön. Wir rasen aber trotzdem erstmal nach vorne. Ah, okay. Wir können uns jetzt mit diesem zweiten Charakter in verwirrter Parade ausreichen. Können wir den nehmen? Ja, okay. Ist da hinten irgendwas? Ja. Gut. Oh, cool. Krabbel, 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 krabbel. Aua! Aua! So, X. Gut. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, sollten wir eigentlich vor denen geschützt sein. Hoffe ich. Ich verstehe es noch nicht so ganz. 100%, 90, 100. Stellen wir uns hier hin. Dir geschieht es auch. Mich hat es auch erwischt. 3 Tage bleiben mir noch. Vielleicht eine Woche. Du spürst es, wenn ihr Griff fester wird. Wenn sie dein Gehirn umklammern. Wer? Die Spinnen. Sie sind hier. Hier in unserem Kopf. Ja, das mag sein. Kann ich denn auch rübergehen? Kann ich nicht? Dann renne ich erst einmal. Zack. Wäre schön, wenn man das hier auch sehen könnte. Aber wir warten erst einmal. Ah, aber die kann hier rüber. So. Au. Au. Zack. Wie lange bist du schon hier unten? 2 Monate? 3? 4 Jahre. Oh, das ist, tröste dich. Viel Zeit hast du nicht mehr. Die lassen uns nicht mal verwesen. Nur ein Haufen Pilze bleibt übrig. Spinnenfutter zu Spinnenfutter. Schöner Kreislauf. Na, sowas aber auch. Ein schöner Kreislauf, sagt er da einfach. Gut, zerdeppern wir mal das hier. Ach, er ist dran. Dann hauen wir dem Skelett eine drauf. Dann ist das Skelett dran. Ach, oh. Au. Stirbt ja gleich. Was über uns ist, ja? Die Kammer der Geheimnisse? Oh ja, Marwans Schatzkammer. Da wollte ich hinein, aber... Nun ja, die Götter in ihrer Weisheit haben anders entschieden. Ja, ich war ein Dieb. Warum soll ich's leugnen? Vermutlich ist es unklug, dieses Tor zu öffnen. Irgendetwas haust dahinter, dem ich vor der Henkersmahlzeit nicht begegnen will, aber... Scheiß die Ratte drauf. Einmal will ich noch den Sternenhimmel sehen. Wie heißt du eigentlich? Ah, nein, verzichten wir auf Namen. Der ist ja lustig drauf. Cool. Behaltet die Umgebung im Auge. Da ist eine Tür. Ah, er muss hier das Ding öffnen. Ich sehe schon. Gut. Da geht das Skelett auch schon dahin. Kann das Ding eigentlich irgendwas? Naja. Es wird wahrscheinlich eh jetzt sterben von dem hier, aber... Oh ja. Ich weiß genau, was du gedacht hast. Ein wandelndes Gerippe? Muss ein Trugbild sein. Aber wenn man lang genug darüber meditiert, ergibt alles Sinn. Warum? Weil diese ganze verfluchte Welt keinen Sinn ergibt. Und sobald wir das akzeptieren, ist plötzlich alles möglich. Du redest viel. Beste Methode, um die Stimmen zu übertönen. Dahin wirst du auch noch kommen. Dann kommt das Nasenbluten. Und dann leise. Hörst du das? Von jetzt an keinen Laut mehr. Gut, dann machen wir keinen Laut mehr.
Wir können schon mal hier rüber rennen. Jetzt ist er dran. Er rennt auch mal los. Au. Sie kann nur warten. Er kann den Hebel dann hier hinten ziehen. Achso. Du könntest doch ruhig mal ausweichen. Ja, so. So, endlich ist das Ding gelaufen. Ich halt mal aus. Kann ja nicht immer treffen. Und den Hebel. Oh, okay. Oh, was ist? Nein! Ich glaube, er ist so gut wie tot. Aber wir können ihn noch ein bisschen angreifen, wenigstens. Nein! Sag ich ja. Ich glaube, wir hätten den Hebel nicht ziehen sollen. Das wäre wahrscheinlich klüger gewesen. So. Wäre die alte Taktik, sodass uns noch einer angreifen kann. Zack. Au. Ja, ist ja gut. Da hinten kann ich nichts mehr machen. Ach, der haut dafür ab. Sehr schön. So. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder umdrehen. Hey. Ich glaube, wir gehen noch ein Schrittchen nach hinten. Einfach in der Hoffnung, dass uns der Kerl dann da hinten nicht mehr erwischen kann. Ja. Gut. Vielleicht noch ein Schritt. So, und zack. Punk. Oh, nur 4 Schaden. Das ist eher nicht so gut. Ah, vergiftet auch noch. Eher etwas ungut, muss man sagen, wie es gerade läuft. Okay, jetzt können wir ja diesen Heiltrank irgendwie benutzen. Wie war das? Warten, Runde beenden, Deckung. Ach, wir hätten natürlich auch mal einen besseren Schlag machen können. Ach da, Heiltrank, genau. Auf dich selber. Au. Das sieht trotzdem nicht allzu gut für uns aus. Wuchtschlag vielleicht. Gut. Schießt er nochmal? Gift. Ja, das ist eher ungut für uns. Wir müssen nach da drüben kommen, aber... So müssten wir an irgendeinem Hebel... Also irgendwie, noch 2 Punkte. Das Gift wird uns jetzt töten wahrscheinlich. Genau. Scheiße. Okay, 2. Level. Gleich mal voll verkackt. Gut, suchen wir einfach nochmal. Ja, genau. Ich sag's ja, man... Ja. Ein letztes Mal. Ja, das hatten wir schon. Komm, mach hin. So. Ja, das hatten wir auch alles schon. Jetzt machen wir das Ganze in schnell. Hoffe ich. Nein, nein! Ich will's nicht hören! Ich will das nicht! Seid still! Still! Still wie Eis! Oder noch besser, wie die Sonne. Oh, die Sonne. Hey, schöner, hilf mir! Ja, das kennen wir ja schon. Gut, das kennen wir auch schon. Erstmal ist der Kleine dran. So. Au. Au. Ich
Ich will eigentlich nur da hinten den Hebel ziehen, weil was mit ihm. Mit dir, mich rein, du Schwer. Weil was mit ihm geschieht, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Dafür, dass das allerdings auch so geschieht, verstecken wir uns selten ein wenig. Umso weiter wir wegkommen und so, umso besser für uns quasi. So. Okay. Sie kann allerdings mal warten. Wie lange bist du schon hier unten? 2 Monate? Oh, ja. Komm. Du kannst das jetzt erdeppern. Können wir vielleicht die Truhe öffnen? Nein. Irgendwas. So. Genau. So. Ach ja, dann geh halt erstmal hier hin. Ah, das ist ein bisschen nervig. Du weißt, was über uns ist. Ja. Weil der kann die Truhe natürlich nicht öffnen. So. Ich sehe das Problem in dem System. Ich will jetzt auf den Kerl hier einkloppen. Zack. Au. Das ist meine kleine bisschen Ruhe. Aber fahr uns die Beste mit an. Von. Spinny bleibt hier. So. Vielleicht auch nicht. Au. Ja, komm. Zackig, knackig. Wir rennen jetzt durch die Tür. Wir ziehen diesmal da nicht am Hebel. Vielleicht müssen wir das aber. Bewegen uns erstmal weiter. Au. Na gut, wir versuchen es nochmal mit dem am Hebel ziehen. Ich glaube zwar, dass das unser quasi tot ist, aber wir müssen eh, weil wir sonst da gar nicht rüberkommen, wie hier gerade auffällt. So. Gut. Sie könnte jetzt natürlich mit einem Wuchtschlag hoffentlich dieses Skelett fast killen, genau. Und dann stellt er sich irgendwie hier so hin. Wartet. Au. Ausgewichen. Okay, also wir müssen erst den killen, egal was passiert. Zack, so. Und jetzt müssen wir ganz schnell den hier umhauen. Ja, ausgewichen, sehr schön. Gut. Und jetzt, wenn wir ein bisschen Glück haben, trifft auch der Wuchtschlag. Nein, war ja klar. Das meinte ich mit, Finte. Gut, er kann Finte. Zack. Das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Gut, das war's mit ihm. Hoffentlich trifft er Wuchtschlag. So. Ich verstehe noch nicht ganz, wie man hier hinten das machen soll. Da muss man wahrscheinlich
mit der Cassia sich hier durch und dann kommt man hier, aber selbst dann fehlt einem hier der Weg rüber. Und selbst wenn, was will ich denn hier wollen eigentlich? Keine Ahnung. Solange uns der Basilisk nicht sieht, ist alles okay. Ja. So, Cassia beendet Runde. Tschuuu. Okay. Also, wenn die von der Hälfte treffen würden, ist das pures Glück. So. Gut. Und Runde beendet. Yay! Beim zweiten Anlauf. Sechs Dukaten, sechs Silbertaler, null Heller. Und wir sind die einzige Überlebende. Quest erfolgreich, das Labyrinth. Cassia war dem Labyrinth entkommen. Ohne Geld, ohne Schuhe, aber lebendig. Und soweit sie wusste, bei Verstand. Ohne Zögern machte sie sich ans Werk. Zunächst suchte sie einige alte Freunde auf. Freunde, die sie vergessen hatten. Doch wer herrschen will, braucht Paladine, die Unmögliches vollbringen. Und Cassia kamen nur drei in den Sinn. Nach vier Monaten akribischer Vorbereitung hatte sie den ersten Gladiator der neun Horden aufgespürt. Servus. Da ist er ja schon. Wie heißt er? Narkik, Namek. Nein, Namek, was anderes. Letzter Kampf des Spiels vollgespeichert. Truppen platzieren. Platziere deine Kämpfer mit einem Linksklick auf dem Kampfplatz. Mit der Ausstellung des Letztkämpfers wird die Ausstellung automatisch spendet. Ja. Das macht aber gar nichts, weil wir erst beim nächsten Mal sehen werden, wie es weitergeht. Wenn es wieder heißt Let's Play mit dem Brennmeister. Das schwarze Auge, Blackguard 2, schaltet wieder ein. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Kommentiert drunter, wenn ihr ein paar Anregungen habt über Tipps zur Skillung oder so weiter. Bin ich natürlich immer sehr dankbar. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.